Ein Boss. Entschuldigung. Ja, finde ich gut. Seid vorsichtig, was ihr sagt. Davik hat seine Spione überall. Nebenbei bemerkt, gehört er genauso zu Taris wie die Wolkenkratzer oder die Swoop-Banden. Einen kurzen Schnitt. Ihr seht mich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Arbeitet Davik mit den Sith zusammen? Okay, ist keine Frage, macht aber keinen Sinn. Arbeitet Davik mit den Sith zusammen? Davik hasst die Sith wie alle andere auch. Die Blockade hat auch seinen Operationen großen Schaden zugefügt. Aber er hält sich zurück, solange die Besatzung anhält. Davik hält sich bedeckt und die Sith lassen ihn in Ruhe. Die Swoop-Banden könnten von diesem Kompromiss einiges lernen, anstatt sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Wisst ihr etwas über die Rettungskapseln, die auf Taris abgestürzt sind? Ich weiß, dass in den Slums ein paar Kapseln runtergekommen sein sollen. Die Sith werden die Absturzstellen bereits... Das hatten wir schon, tut mir leid. Davik ist ein Ehren... Hatten wir schon? Ich zahle ihm eine Mon... Hatten wir... Boah, ich merke gerade den Alkohol. Da waren nur 5 Bier. Okay. Ich benötige allgemeine Informationen über Taris. Oh, ihr gehört zu diesen Außenweltlern, nicht wahr? Einen kleinen geschäftlichen Abstecher nach Taris. Und schon hängt ihr wegen der Blockade hier fest, ja? Bestimmt fühlt ihr euch unwohl, so gefangen in einer fremden Welt und all das. Du bist eine Assi-Tante. Aber Taris ist gar nicht so übel, solange ihr in der Oberstadt bleibt. Nö, ich will nach unten. Nur den Sith aus dem Weg. Und haltet euch von der Unterstadt fern. Die Swoop-Banden sind völlig außer Kontrolle geraten. Selbst Daviks Leute haben da unten ihre Schwierigkeiten. Dann noch einen schönen... Schauen wir doch mal. Ich brauche ab jetzt Technikfähigkeiten, wenn ich die ganzen Druiden so sehe. Boah, die Axt. Die Axt da hinten. Seht ihr die Axt? Natürlich seht ihr die. Da. Hammer, die will ich in der Hand halten. Damit will ich irgendwelche Köpfe spalten. Scheiße, ich merke, wie besoffen ich bin. Okay. Versuchen wir es professionell irgendwie. Speicher mal lieber wieder. Boah, ich bin angeheitert, Leute. Das ist quasi Let's Get Drunk. So, Funk Royale. Verschwinden Sie. Ich bin im Auftrag der Sith hier. Die Auftrag. Die Teile sehen cool aus. Kein Mach Problem. Auf. Nicht geklappt. Schade. Technikfähigkeiten wären jetzt cool. Eiskalt mal ein paar Droiden programmieren. Das macht so Bock. Das ist so cool bei dem Spiel. Oh, Sith, den labern wir mal an. Hallo. Aus dem Weg, Bürger. Wir sind offizielle Vertreter der Sith. Also verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Ach, verpiss dich. Aus dem Weg, auf... Bürger. Wir sind offizielle Vertreter der Sith. Also dass sie so auf dicke Hosen machen. Nur weil die coole Anzüge haben. Oh Gott. Ich sollte aufhören mit dem Bier. Ich merke es gerade. Aber es ist cool. Es ist nicht informativ, was ich labere, aber auf jeden Fall. Oh, da haben wir unsere nächste Gesinnungsfrage. Da hinten seht ihr sie. Da. Kopfgeldjäger. Genervt da hinten. Davik meinte, ihr hättet eure Zahlung vergessen. Davik mag es gar nicht, wenn man seine Zahlung vergisst. Hier, ich habe 50 Credits. Eine Anzahlung. Damit habe ich etwas Zeit gewonnen, oder nicht? 50 so, Credits? Eure Zeit ist abgelaufen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Geile Davik Stimme. Davik kann keine Leute brauchen, die ihre Schulden nicht bezahlen. Aber so viel habe ich nicht. Wie kann ich euch Credits geben, die ich gar nicht habe? Zu schade, Darwin. Euch eine Statue. Hier, komm mit, ich habe einen Arsch ab. Nein, Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Ich weiß, dass wir vorsichtig sein müssen, aber sollen wir wirklich zusehen, wie sie das arme Schwein wegbringen? Moment mal. Sieht aus, als hätten wir hier einen Zeugen. Darwin mag keine Zeugen. Lass den Mann in Frieden oder ihr bekommt es mit mir zu tun.
Ich mag eure Einstellungen nicht. Ich hätte euch besser eine Lektion. Das finde ich gut. Was die da abziehen, das geht nicht klar. Aber der Typ, mit dem habe ich ja nichts am Hut, deswegen. Schätze, wir müssen euch lehren, euch meine eigenen Angelegenheiten zu bekommen. Wir helfen dem Mann mal. Mal gucken, ob da was rausspringt. Vielen Dank. Ihr habt mir das Leben gerettet. Diese Kopfgeldjäger waren drauf und dran, mich mitzunehmen und umzubringen. Meine Frau hat mich davor gewarnt, bei Davik einen Kredit aufzunehmen. Jetzt kann ich ihn nicht zurückzahlen. Es ist nicht gut, einem Unterweltboss Geld zu schulden. Er wird mir noch mehr Jäger auf den Hals hetzen, bis sie mich erwischen. Das ist ein schlimmes Schicksal. Och Mann, der tut mir leid. So ein alter Mann mit einer Frau zu Hause hat einen Kredit aufgenommen und jetzt wollen sie ihn alle umbringen. Leute, ich kann nicht so kaltherzig sein. Das ist der arme Mann. Vielleicht kann ich euch helfen. Ihr habt mir schon geholfen, indem ihr mich vor diesen Kopfgeldjägern gerettet habt. Wenn ihr nicht zufällig 100 Credits dabei habt, mit denen ich meine Schulden begleichen kann, könnt ihr nichts mehr für mich tun. Och, der Mann, der tut... Okay, ich bin jetzt mal wirklich diese Rolle. Ich bin Lenny Yo auf dem Planeten Taris mit Karth, der hinten auf meinen Prachtarsch guckt. Ja, mit meinen Charaktereigenschaften in dieser Rolle. Ich bin jetzt Schauspieler, okay? Ich kann nicht anders als diesem Mann zu helfen. Ich würde gerne böse gerade sein, aber dieser Mann tut mir unfassbar leid. Deswegen, hier sind 100 Credits, nehmen Sie, wenn ich sie habe. Ich weiß gar nicht, wie ich 100 Credits habe. Ihr gebt mir 100 Credits? Einfach so? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, danke. Ihr gebt ihm 100 Credits? Großzügig. Jetzt kann ich Davik ausbezahlen. Ihr habt mir das Leben gerettet, danke. Am besten, ich gebe ihm die Credits gleich. Tut mir echt leid, der Mann. 50 Credits. Der hat 50 Credits? Ich hab das Geld wieder drin, ganz ehrlich. Ich konnte dem Typen helfen. Und ich hab noch was bei verdient. Also ganz ehrlich. Hat dein Charakter keine GP mehr, verliert er das Bewusstsein. Wird die ganze Gruppe ausgeschaltet, ist das Spiel vorbei. Tut mir leid, Leute. Ich würde so gern böse sein, aber... Ich bin jetzt diese Person, ja? Okay? Ich werde jetzt nicht mehr außen stehen erzählen. Ich bin jetzt Lenio. So. Wenn mir was nicht in den Kram passt, dann... Ja, dann ist das... Das Spiel ist so groß dafür, dass es, also das Spiel ist von 2003, ne? Die Grafik ist nicht der Killer, so ein Mist? Jetzt laufen die Penner schon in der Oberstadt rum. Geh doch zurück in die Unterstadt. Da gehörst du hin, Blödmann. Na, das ist ja allerhand. Ja, diese Straßen sind für die Bürger der Oberstadt. Aus dem Weg. Was gibt's hier, verstanden? Hey Jungs, lasst uns Freunde sein. Ich lade euch auf einen Drink ein. Das passt schon gut zu mir, muss ich sagen. Ich habe schon einige Freunde gewonnen, indem ich Bier angeboten habe. Überlegt es euch am besten ganz genau, was ihr tut. Es könnte durchaus sein, dass ihr euch übernehmt. Wenn ihr kämpfen wollt, nur zu. Nee, ins Erste. Das klingt cool. Das ist smooth, das ist so, das bin ich. Ja. Nen Drink? Hey, du bist in Ordnung. Hey, Jungs, unser Freund hier spendiert eine Runde. Prost! Keine Chance. Vergiss es. Schluss jetzt. Wir sind spät genug dran. Ja. Ich schätze, du hast recht. Vielleicht beim nächsten Mal, Kleiner. Los, Jungs, gehen wir. Was hab ich denn da? Alkoholkonsum führt zur hellen Seite der Macht. Interessant. So. Tut mir leid, ich bin nur so ein Kind. Hast du Hallo. Schon mal ein Swoop-Bike gesehen? Ich hab die bei den Rennen gesehen. Die sind echt verdammt schnell. Ja, Anakin.
machen wir denn hier? Eine Sith-Wache. Der Aufzug ist gesperrt. Nur eure Kleidung nach zu urteilen, gehört ihr nicht zu einer Sith-Patrouille. Also zeigt mir entweder eure Papiere oder verschwindet von hier. Wo kann ich eine Genehmigung bekommen? Wenn ihr nicht wisst, wo ihr sie bekommt, seid ihr auch nicht autorisiert. Also verschwendet nicht meine Zeit. Ich möchte, könnte ich euch ein paar Fragen stellen. Ich bin noch nicht die Auskunft. Ich arbeite für die Sith, nicht für die Touristeninformation von Taris. Also zeigt mir eure Papiere oder verschwindet. Pisser. Ganz ehrlich, ich würde ihn jetzt schlachten. Aber... mir juckt es unten rum. Ich muss auf... Oh, das war das Schiff. Oh, bitte Ego-Perspektive. Das war das Schiff aus dem zweiten Teil. Das ist gerade lang geflogen. Ungelogen. Das sieht aus wie Boba Fett-Schiff. Aber egal. Ich muss mal eben die Nille der Statue begutachten. Was laber ich denn da?